Las Ligas Ladies. Genauso sieht's aus. Las Ligas Ladies hat was gut zu machen nach letzter Woche gegen Calcio Berlin. Las Ligas Ladies erkennt ihr an den giftgrünen Jerseys und Moritz Leitner an den hochgekrempelten Hosen. Kevin Weggen und Bastian Otschipka sind wieder die Wildcarder von Calcio Berlin. Calcio Berlin letzte Woche 3-2 gegen Hartzack Royal gewonnen, gegen die Truppe von Trimax. Und Las Ligas Ladies mit Aaron Hunt als OG-Pick und dazu mit Mehmet Ekinci und Diego Contento. Also das ist dreifach geballte Bundesliga-Kompetenz da mit Moritz Leitner und Kojo Kusso, also der zweite Liga gespielt hat. Das ist die meiste Bundesliga-Erfahrung bei Las Ligas Ladies. Ihr hört schon die Fangruppierung von Las Ligas Ladies hier im Hintergrund. Da stehen sie. Na, jawohl, danke an Jürgen Schmitz in der Regie. Überragender Support. Aaron Hunt natürlich mit der Nummer 14. Der ehemalige Bremer, ehemaliger HSV. Mit Aaron Hunt. Aber Hollywood United hat ja nächste Woche auch noch einen wilden ehemaligen Star mit dabei. Hat ja Max Kruse auch schon verraten. Max Kruse, der Name-Dropper der Baller League. Trotzdem, auch wenn es schon gedroppt hat vorher, freue ich mich natürlich und freut ihr euch sicher auch auf Sergio Roberto. Der ist mindestens noch genauso fit wie in seiner aktiven Karriere. Ekinci. Leitner. Ekinci. Zwei richtige Baller. Und schaut dort auch mal wirklich hier an die Produktion, die im Hintergrund agiert nochmal. Ich sage das hin und wieder mal hier, das ist hier eine Produktion auf wirklich Bundesliga-Niveau. Also wir haben hier einen fetten Ü-Wagen stehen, sehr, sehr viele Kameras, Aufnahmeleitung und so weiter. Und ich habe gerade einmal ganz kurz gesagt, ich hätte gerne ein Getränk, und dann steht das hier 3 Minuten später. Das ist ja überragend, ganz, ganz lieb. Und ihr merkt es auch, also wir versuchen uns auch von Woche zu Woche so ein bisschen weiterzuentwickeln, auch auf euch einzugehen im Chat. Regeln, die vielleicht nicht so viel Sinn machen, rauszunehmen, neue zu etablieren in den Game Changers und in den Galaxy Minutes. Also das ist hier ein Miteinander bei uns in der Baller League. Vor dem Spieltag ja nur Sechster gewesen. Zuletzt ja mit der Niederlage gegen die Potatoes, die wiederum gerade im Spiel davor verloren haben. Also es ist unglaublich eng. Und der ultimative Top-Favorit kristallisiert sich noch nicht heraus. Leitner. Ganz wichtiges Element im Spiel von Calcio Berlin.
Calcio Berlin heute am Start. Natürlich mal wieder, da sehen wir Selina Ciaci von Las Ligas Ladies mit Sebastian Sander, auch im Besitz der UEFA B-Lizenz. 2-0, Calcio feuert aus allen Rohren. Colin Beutel, schon letzte Woche getroffen. Super Pass vom Wildcard-Spieler von Kevin Wegen. Und Colin Beutel, der letzte Woche nach Verletzung sein Comeback gegeben hat, bringt Calcio in die Spur. 2-0. Tambo und Amadi läuft bei Calcio. Amadi! Reda ist da, der ehemalige Bayern-Ersatztorwart. Trainer bei Calcio, haben wir gerade eben gesehen. Marcel Demircan, der Trainer bei den Sportfreunden Düren in der Landesliga Mittelrhein ist. Läuft bei Calcio, Beutel, was für eine Ballkontaktbehandlung. Erster, zweiter Kontakt, überragend. Und Reda ist da. Falls ihr das erste Mal zuschaut, hat ein paar Spiele für die Bayern-Profis gemacht, als Manuel Neuer mal verletzt war. Ist so 10 Jahre her. Da durfte er ein paar Mal ran, unter anderem auch gegen Dortmund im Topspiel damals. Für den verletzten Neuer, ganz wilde Karriere gehabt dann, unter anderem dann auch noch in Portugal gespielt. War hier auch mal ein Spiel verletzt. Richtig groß, hat natürlich eine enorme Ausstrahlung an den Gegentreffern, konnte er trotzdem nichts machen. Aber nicht mit Kevin Wegen, der insgesamt 115 Einsätze in der Regionalliga Nord, Nordost und West hatte. Also ein sehr erfahrener Viertligamann, Kevin Wegen, der hier gerade versucht zu blocken. Sie müssen es wieder hinten rum probieren. Jawohl. Das sind alles Jungs, die können kicken und ich bin mir sicher. Abseits von Verkauteren, Julian Verkauteren, der in Frankreich und Belgien schon erste Liga gespielt hat. Also was für unfassbare Kicker am Start sind bei Las Ligas Ladies und trotzdem für Calcio. Und jetzt kann ich den Satz zu Ende bringen und ich bin mir sicher, dass die Calcio-Jungs das hier verfolgen und ausrasten werden. Das sind sehr bescheidene Jungs. Aber ihre Truppe hat sich wirklich Stück für Stück hier, Woche für Woche verbessert, muss man ganz klar sagen. Und führen gegen den Favoriten, der mit Bundesliga-Starspielern von früher gespickt ist. Nico Heimer, Christoph Kröger und Niklas Levinson, Grüße gehen raus. Aber das Ding ist noch nicht durch hier. Diego Contento, Champions-League-Sieger mit Bayern geworden. Ecke. Also Punkt Nummer 1. Ihr wisst das, Dreieck, ein Penalty. Ecke wird nicht ausgeführt, aber gezählt. Wer wird Player of the Game? Könnt ihr in der Pre-Match-App voten. Einfach den QR-Code scannen und dann rein in die Pre-Match-App. Zimmerling. Olczypka. Sie müssen anrollen. Oder, Chat, glaubt ihr, ist das mit Las Ligas Ladies, sind die ausgelesen von den Gegnern? Hatten ja schon letzte Woche Probleme gegen die Potatoes. Ja.
Schaden, zweite Ecke. Jetzt muss Calcio aufpassen, bei der dritten gibt es ein Penalty. Selina Ciaci, die ja dieses Team von Las Ligas Ladies betreut, zusammen mit Jule Brandt. Shop.borderleague.de, da könnt ihr die Trikots erwerben. Ich habe gehört, dass die Calcio Berlin Trikots hoch im Kurs stehen. Nacet, habt ihr recht, Otschipka immer noch eine Maschine. Was für eine Vorarbeit bei seinem Treffer. Ganz, ganz clever. Also wie hoch, wie gut Calcio Berlin Las Ligas Ladies jetzt vom eigenen Tor wegverteidigt. So würden die Las Ligas Ladies quasi immer wieder gezwungen zu diesen langen Bällen. Und dann sind sie im Defensivverhalten sehr, sehr gut. Auch Valerius, der Mittelstürmer, der mit nach hinten arbeitet bei solchen langen Bällen. Da können Ekici und Co. nicht zufrieden sein. Valerius. Niklas Valerius von Teutonia Weiden. 20 Tore und 15 Assists in 17 Ligaspielen in dieser Saison in der Landesliga Mittelrhein. Chet Otschipka wie in besten Zeiten bei der SGE. Lese ich da. Jetzt aber Hunt, Aaron Hunt, der OG-Pick von Las Ligas Ladies, den sie letzte Woche gewonnen haben. Hier anschaut. Letzte Woche viele Dortmunder auch hier gewesen, neben Mats Hummels, Julian Brandt, Niklas Füllkrug, der schon zweimal hier gewesen ist. Chris Kramer, sehr, sehr geil an seinem Geburtstag hier, obwohl er das letzte Spiel hat mit Golden Eleven. Schluss aus, jetzt gehen wir rein in den Game Changer für die letzten drei Minuten von Halbzeit 1. Und es wird Marcel Demirjan, den Coach von Calcio. 3 gegen 3, das garantiert Tore. Und da kann Las Ligas Ladies natürlich gerade im Ballbesitz ihre spielstarken Jungs aufs Feld bringen. Mit Contento, mit Ekici und mit Moritz Leitner. Drei ehemalige Bundesligaspieler. Das ist Wahnsinn. Kommt Calcio da durch? Ekici. Das erfordert so gutes Positionsspiel. Mo Leitner, 2-2 durch Leitner, den ehemaligen Dortmunder. Achtes Tor schon für ihn. 97 Bundesligaspieler hat er gemacht für Dortmund, Augsburg und Stuttgart. Mo Leitner. Beutel.
der mir auch richtig gut gefällt. Colin Beute! 3-2, Calcio Berlin schlägt zurück durch Colin Beute, der zum Doppelpacker wird. Und abgezockt ohne Ende von Leitner. Damit konnte man nicht rechnen. Die Las Ligas Anhänger sind zufrieden. Die Las Ligas Ladies Supporters. Leitner, Contento. Leitner, Hand ist jetzt auch auf dem Feld. Schön die Breite halten bei diesen 3 gegen 3. Calcio jetzt gegen den Ball mit ihrem Torhüter drin. Contento. Und das ist die Kontergelegenheit für Valerius. Amadi geht mit. 2 gegen 2, Amadi! 4-4, was für Game-Changer-Minuten! Unfassbar, 8 Tore in Halbzeit 1, bist du irre! Leitner, hier ist was los, Hand, Aaron Hand! Leitner, Wahnsinn, 5-4. Leitner ist einfach der Game-Changer-Experte. Wenn es 3 gegen 3 geht, macht er die Hütten. Wojciech, hilft mir, 3 Tore von Leitner, kommt das hin? Ist auf jeden Fall Platz. Hat er 3 Dinger gemacht? Ja, 3 Dinger, 4 Dinger von Leitner. Alter Kreisverwalter, Mo Leitner mit seinen Toren 8, 9, 10 und 11 im fünften Spiel. Dazu 2 Vorlagen. Moritz Leitner, der ehemalige Stuttgarter Augsburger und Dortmunder. Wow! Was für eine erste Halbzeit. Ich atme hier einmal durch und gebe ab ins Studio zu Laura Hofmann und Conan Verlaub. Da kickt das Three-Play mal wieder richtig rein. Wenn man mal sich anschaut, gegen wen Calcio da gerade spielen musste. Gegen Hand, Contento und dann noch Leitner. Junge, was ist das für ein Line-Up? Also, die haben so eine Erfahrung crazy. Und das siehst du auch. Ja. Die haben ein bisschen gebraucht in dem Spiel, aber jetzt spielen sie das richtig aus. Ich glaube, Mo Leitner hat 4 Tore jetzt gemacht. Mhm. Damit hat er insgesamt 11 Kisten und wir sehen es hier. Schau dir das mal an. Leitner. Ich glaube, Ekici ist mit dabei, jetzt gerade in der Mitte. Und wie easy die Bälle da runterspielen. Aber ich muss auch sagen, Calcio hat auch guten Fußball gespielt. Gerade hier Nummer 29, Amadi, gefällt mir sehr, sehr gut. Colin Beutel, perfekt, kurzes Eck über die Schulter des Keepers. Da kommt auch ein Räder nicht hin, weil du einfach die Hand da nicht so richtig hinbekommst. Aber Mo Leitner ist mal wieder im Rausch, also geil. Geil, geil, geil. Zweistelliges Spiel, ich call's jetzt. Und die eine Situation von Amadi auch bitter. Aber hier, Valerius. Hier hat er es gut gemacht, weil alle würden jetzt schießen. Nein, ich warte. Zünd nochmal. Durch. Alles wieder wettgemacht, ganz ehrlich. Ja. Also, richtig geile erste Hälfte. Absolut. Macht richtig Spaß. Wir freuen uns schon auf die zweite Halbzeit. Vorab nochmal schnell zu Tone. Wir sind bei Dario Becerra. So ist richtig. Brasilianischer Zauberer auf dem Platz. Nummer 6 mit dem Trikot. Und wir sind bei Golden Eleven. Anna Markovic ist eure Managerin. Und wir haben natürlich auch noch Chris Kramer. Wie ist das Gefüge? Wie kommuniziert ihr? Was gibt es da alles vorm Spiel? Ja, also hauptsächlich kommunizieren wir über eine WhatsApp-Gruppe. Und da ist vor allem Chris sehr akribisch. Videoanalyse, Nachbereitung, Vorbereitung, alles.
Anna schreibt auch gerne mal was rein, aber eher zur Motivation. Aber das passt schon so, die teilen sich das gut auf und ja, wir haben eine gute Stimmung und wir haben Bock jetzt auf das Spiel. Anna auch immer sehr sympathisch, oder? Auch wenn sie hier ist, heute ist sie auch da. Das heißt, ihr werdet sie später noch sehen. Was sagst du zu ihr? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder freut sich, dass sie da ist. Es ist schön, wenn beide da sind. Es gibt einem auch so das Gefühl, dass das einfach den Leuten dann auch wichtig ist. Und es ist schön, auf jeden Fall. Und heute haben wir was Besonderes. Chris Kramer hat Geburtstag. Gibt es irgendwas Spezielles, was ihr vorbereitet habt? Oder sagst du, du schießt einfach ein, zwei Buhnen heute? Kann ich, glaube ich, jetzt noch nicht sagen, aber es gibt eine Kleinigkeit, ja. Okay, dann viel Erfolg und wir gehen rüber zur Laura wieder. Sehr, sehr, sehr sympathisch. Und Colin. Der Mann. Ja, und mich, ja. Oh, dankeschön. Weil ich es gerade im Chat gesehen habe, beim 3 vs. 3, bei dem Game Changer gibt es keinen Abseits, Leute. Und es hat einer geschrieben und ich kann den Gedanken verstehen, ey, die anderen Spieler von Las Ligas Ladies schauen ja teilweise nur von außen zu, während die Oldschool-Stars kicken. Ja und nein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in so einem Moment 3 gegen 3 hilft dir diese Erfahrung und diese Genauigkeit enorm. Also das kann ich verstehen und ich glaube die Spieler auch. Und das schauen wir uns jetzt weiter ganz genau an. Robby. Jo, danke schön, ihr Lieben. Was eine erste Hälfte. Alter, also das ist unglaublich. 9 Tore und ich glaube, boah, Zimmerling, wo auch immer die Calcio-Jungs gerade sind, sie müssen durchdrehen. Ich fühle sie sehr. Denn du kannst nichts machen, kannst nicht mehr eingreifen. Einfach auf dein Casting, also auf den Draft hoffen, wo du deine Mannschaft zusammengesucht hast. Sie haben es wirklich so gut gemacht. Total auf Augenhöhe mit Las Ligas Ladies, aber die Mannschaft von Jule Brandt und Celina Cerci, den beiden Managerinnen, Zimmerling tanzt ein bisschen, cleverer bei gewissen Situationen. Halt natürlich auch viel erfahrener. Zimmerling. Oczipka. Bastian Oczipka. Nimmt einfach mal Kusu raus, macht er gut, bleibt dann aber hängen, weil Ekici das extrem eng macht. Gut verdichtet da. Cerci ist die richtige Aussprache von Celina. Sind die Las Ligas Ladies Fans in der Überzahl? Wie sieht's aus im Chat? Gibt's hier Calcio-Anhänger? Ich glaube, ich habe ein paar vernommen, oder? Ja. Ah, da sind sie. Forza Calcio. Stark auch, dass ein paar Spandauer noch da sind, obwohl die Truppe ja schon gespielt hat. Oh, Calcio ist da. Calcio ist da. Ich kann euch sagen, Calcio-Fans, es ist echt ein gutes Spiel, das hier auf jeden Fall noch kippen kann. Also seht ihr ja selbst, lange geführt und dann kam Moritz Leitner, der Wahnsinnige. Der ist ja so fit. Also wenn ihr was in Sachen Fitnessübungen auch sehen wollt, folgt ihm mal bei Insta rein. Das ist Fitness Motivation at its best. Der Typ trainiert jeden Tag richtig hart. Gehen auf jeden Fall raus an Niklas Levinson, der hier letzte Woche Co-Kommentator gewesen ist. Das Ganze nach dem wilden Spiel von Calcio gegen Harztag. Und das, obwohl er eigentlich mental hätte in einem Loch sein müssen, nach diesem unglaublichen Hoch seiner Mannschaft hier noch einen Top-Job gemacht. Ball an der Decke, dann wird abgepfiffen. Sehr lieb, Liebe geht raus an den Chat. Laura Hofmann heißt unsere Moderatorin. Ball wieder an der Decke.
Zeitstrafe geben für Bastian Oczipka. Weil Oczipka direkt da ist. Mal gucken, ob er mit einer Ermahnung davon kommt. Ja, er will zum Ball, das Ganze aber von hinten, tritt ihn am Fuß. Eieieiei. Moritz Leitner aktuell Spieler des Spiels in der Pre-Match-App. Könnt ihr scannen das Ganze und dann mit abstimmen. Kujibu Kusu, ehemaliger Münchner Löwe und dahinter ein ehemaliger Bayernmann mit Diego Contento. Zeitstrafe gegeben. Ref hat gesagt, Ball gespielt. Sobald wir ein Update haben von der Knieverletzung von den Käfigtigern, sage ich euch sofort Bescheid. Oder Conan oder Laura oder Tone. Chat, die Halle hier ist nicht dauerhaft gemietet oder gekauft. Das Feld hier wird jeden Montag neu aufgebaut. Ja, wir sehen hier heute noch Gönnergy. Und wir sehen auch noch die Mannschaft von Chris Kramer und Anna-Maria Markovic. Wir sehen hier heute auch noch Golden 11. So, kann Calcio das Ding nochmal drehen nach einer ganz wilden ersten Halbzeit. Jetzt natürlich mal auch ein bisschen. Wir haben Mo Leitner, der echt fit ist, in dem Pfosten sitzen sie. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen, bis Beutel das Ganze wieder aufdreht hier. Colin Beutel trifft erneut, super Pass von Becken. Das ist Zucker, das ist sahnig ohne Ende. Diese Mitnahme, 10 von 10, Weltklasse erster Kontakt. Und dann dieser Abschluss, 5-5, was für ein wunderschöner Treffer von Calcio. Zimmerling hat Spaß an der Veranstaltung, der Mann von Schwarz-Weiß Essen. Wir haben kein VAR, Chat. Schiri hat kein Abseits gesehen. Ekici, Hand, Räder. Pfiffen schon. Fünf, fünf. Ich sag's euch, ein Spiel, das wirklich echt auf Augenhöhe ist. Also unentschieden wäre echt okay, aber wir haben noch ein paar wilde Minuten. Wir haben Moritz Leitner, der hier noch mächtig arbeitet. Der jedes Mal mit Contento und Ekici aus München anreist. Moritz Leitner wird gestoßen. Spiel läuft weiter. Und Valerius mit hinten. Colin Beutel. Ecke heißt 2-2 nach Ecken. Beim nächsten gibt es ein Penalty. Thank you.
unglaubliche Leistung von Colin Beutel, der hier zwischenzeitlich auch ausgefallen war. Ich kann euch übrigens schon mal droppen, dass wir einen ganz, ganz wilden Wildcarder gleich haben bei Hardstark Royal, bei der Mannschaft von Trimax, der beim letzten Afrika Cup mitgespielt hat. Aber das gleich. Jetzt erstmal Calcio Berlin gegen Las Ligas Ladies. Geplagt. Und gleich ab Minute 27 der Galaxy, die Galaxy Minutes, die letzten drei Minuten unter leicht modifizierten Regeln. Je nachdem, was kommt. Und übrigens, Las Ligas Ladies feierten auch den Sieg mit den meistgeschossenen Toren im bisherigen Turnier. Das 8:4 gegen die Käfigtiger. Da ist immer was los. Und Moritz Leitner regt sich mega auf über diesen Pfiff. Geile Kamera. Beim Ref. Gleich die Galaxy Minutes. Erst aber nochmal dieser Freistoß von Weggen. Ekici und Leitner in der Mauer. Gewesen. Drei Minuten gibt's noch. Jetzt die Galaxy Minutes. Die Reaktion von Selina Ciaci.
Fast Forward für alle, die neu sind, heißt in den letzten 3 Minuten keine Rückpässe mehr in die eigene Hälfte erlaubt. Sonst gibt es Ballwechsel, also der Gegner hat dann die Pille. Selina Cacci immer dabei gewesen. Der aus Köln kommt, dem lege ich das mal ans Herz, sich die Frauen vom 1. FC Köln im Franz-Krämer-Stadion in der Bundesliga anzuschauen. Macht immer Spaß. Leitner. Kusso und Leitner mit dem Ballverlust gegen Boacci. Boacci bekommt das Foul. Gegen Dennis Eck. Boacci hier vorne im Bild zu sehen von Calcio, der nebenbei noch als Reporter für Radio Bremen arbeitet. Tambo, den sie nicht mehr so richtig in die Show bekommen. Den wuchtigen Stürmer. Und Tambo und Ekici. Ekici landet hier direkt unter meinem Kommentatorenplatz, der beträchtlich wackelt. Aber alles wieder cool. Hier sehen wir das, da ist der Kommentatorenplatz. Und da hat es einfach, hat's mal geschraubt. Ich habe das Getränk mal zur Sicherheit lieber festgehalten. Zimmerling. Anderthalb Minuten noch für Calcio, hier zumindest einen Punkt mitzunehmen. Es wäre auf jeden Fall verdient. Otschipka, Tambo gegen Contento, der das ganz clever löst. Hand, Leitner, Ekici. Und jetzt ist es so schwer gegen diese top-erfahrene Mannschaft. Letzten 40 Sekunden für Calcio, die hier mit offenem Visier agieren. Spannenderweise Las Ligas Ladies, die viele Tore schießen, aber eben auch viele kassieren. Insgesamt, wenn es denn dabei bleibt, immer noch mit -1 an Tordifferenz. Weil sie, wenn sie verloren haben, ich erinnere an den ersten Spieltag, auch mal eine richtige Klatsche kassiert haben. Liga Bayern, Regionalligameister geworden 2018 mit 1860 München, 7:5, trotzdem Hut ab vor Calcio Berlin, die eine Wahnsinnsleistung hier abgeliefert haben. Las Ligas Ladies korrigieren den Fehler von letzter Woche, nachdem man gegen die Protatos verlieren musste. Und Calcio Berlin verliert, nachdem man letzte Woche gegen Harzack gewonnen hat. Also eine ganz wilde Tabellenkonstellation entwickelt sich hier an Matchday 5. Selina Cerci zufrieden. Colin Beutelklatsch ab. Was hat der für eine unfassbare Leistung gezeigt hier? 2 Dinger auch gemacht. Ein bitterer Abend für Calcio Berlin, während Las Ligas Ladies mit der geballten Bundesliga-Kompetenz, mit der geballten Bundesliga-Peitsche hier zugeschlagen hat. Es ist richtig.
richtig schönes Spiel gewesen. Und Las Ligas Ladies wird jetzt ein bisschen mit den Fans feiern. Jawohl, da stehen sie schon. Was für ein prall gefüllter Block. Das hat doch Spaß gemacht. Und Selina Cerci ist mittendrin die Managerin.